jemand Schläfer zu nennen, war einmal ein nicht sehr schmeichelhafter Ausdruck für Behäbigkeit. Heute verbreitet das Wort Angst. Angst vor Dschihadisten, vor Gewalt und Terror. Österreicherinnen und Österreicher kämpfen nachweislich in Syrien. Vor allem junge Menschen zieht die brutale, blutrünstige Ideologie des IS in ihren Bann. Wir haben zu viel Radikalismus im Land, zu viel Gewalt auf der Straße, sagt der Justizminister. Und tatsächlich gibt es Beweise, zum Beispiel jüngst in Salzburg, dass Dschihadisten versuchen, junge Muslime anzuwerben. Guten Abend, meine Damen und Herren, bei 60 Minuten Politik direkt aus dem Machtzentrum der Republik, dem Parlament in Wien. Obwohl Österreich objektiv gesehen sicher zu sein scheint, haben viele Landsleute subjektiv Angst. Vor Dschihadisten eben und fatalerweise auch vor Flüchtlingen, die eben diesem Terror entfliehen wollen, entfliehen müssen, um zu überleben. 170 Menschen sind es jeden Tag, die in Österreich um Asyl werben. Allein im September werden mehr als 3000 Kriegsflüchtlinge in Österreich Schutz suchen. Platz für sie ist kaum mehr zu finden, obwohl es ihn gäbe. Muslime stehen offensichtlich in der Volksmeinung unter Generalverdacht, auch jene, die nachweislich Opfer sind. Wie kann man mit diesen Vorurteilen umgehen? Ist die Nulltoleranzpolitik gegen Extremisten das richtige Rezept gegen Dschihad und Co.? Darüber diskutieren Rainer Nowak, der Chefredakteur der Tageszeitung Die Presse, Rainer, und ich mit den Sicherheitssprecherinnen und Sprechern der Parlamentsparteien. Ich begrüße Ladies First, die stellvertretende Clubobfrau und Justizsprecherin der NEOS, Beate Meinl-Reisinger. Hallo. Den Sicherheitssprecher der SPÖ, Otto Bendl, grüß Gott. Sowie jenen der ÖVP, Werner Amon. Hallo. Guten Abend. Walter Rosenkranz, den stellvertretenden Clubobmann der FPÖ, grüß Gott. Den Sicherheitssprecher der Grünen, Peter Pilz, hallo. Und jenen des Teams Dornach, Christoph Hagen. Grüß Gott. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und die Bereitschaft zur Diskussion. Justiz, Innen- und Außenministerium wollen mit einem Maßnahmenpaket gegen Hass und Hetze vorgehen. Mitte Oktober soll bei einem Sicherheitsgipfel ein erster Entwurf für die Verschärfung des Verhetzungsparagrafen vorliegen. Jedenfalls in den Reihen der Terrormiliz Islamischer Staat und anderer islamistischer Milizen kämpfen tausende Freiwillige aus Europa. 140 sollen es aus Österreich sein. Ihre geleitete Komplexler nennen Sie etwa SPÖ-Justizsprecher Johannes Jarolim wörtlich. Etwa 50 von ihnen sind laut Innenministerium wieder zurückgekehrt. Etwa 30 sind ums Leben gekommen, berichtet Christine Meyer-Bohusch. Zwischen 20 und 32 Jahre alt, männlich, wenig gebildet und am Rande der Gesellschaft. Das sei laut Innenministerium der typische Dschihadist. Es ist irgendwo hip geworden. Das heißt, es ist cool. Man spricht ja auch über den sogenannten Dschihadi cool. Es ist hip geworden, in den Dschihad zu ziehen. Es ist hip geworden, diese Symbolik von Macht sich anzueignen in einer Situation, wo man sich selbst als entmächtigt fühlt. Junge Menschen werden meistens im virtuellen, aber auch im öffentlichen Raum rekrutiert. Es seien vor allem Jugendliche in einer Krise, die sich nach einem klaren Gut-Böse-Schema sehnen, so Politikwissenschaftler Thomas Schmiedinger. Die Religion stehe nicht im Vordergrund. Die meisten dieser Familien sind sogar eher säkular oder überhaupt nicht islamisch. Viele von diesen Jugendlichen sind erst sozusagen reborn Muslims geworden. Also sie sind nicht auf den Islam als Religion gekommen, sondern sozusagen unmittelbar zu dieser dschihadistischen Ideologie. Die meisten sind religiös eher Analphabeten, haben relativ wenig Wissen über den Islam. Seitens der Regierung gibt es verschiedene Vorschläge und Gesetzesvorhaben, mit denen verhindert werden soll, dass sich radikalisierte Muslime aus Österreich militanten Gruppierungen im Nahen Osten anschließen. Geplant ist etwa ein Abzeichengesetz. Einschlägige Embleme von 19 als terroristisch qualifizierten Gruppen, darunter Islamischer Staat und Al-Qaida, sollen verboten werden. Wer sich einem paramilitärischen Verband anschließt oder an bewaffneten Konflikten beteiligt, soll künftig die Staatsbürgerschaft verlieren. Der Staatsschutz bekommt bis Ende September 20 zusätzliche Leute, um gegen radikale Gruppen vorzugehen. Minderjährige sollen künftig nur mit Erlaubnis der Eltern den EU-Raum verlassen dürfen. Integrationsminister Sebastian Kurz setzt vor allem auf Prävention in Vereinen und Schulen und mehr Information. Außerdem fordert er eine einheitliche deutsche Koranübersetzung, um Fehlinterpretationen, die Extremismus fördern könnten, zu vermeiden. Ob die geplanten Maßnahmen auch zielführend sind, bezweifeln jedoch Experten. Es wird die jungen Menschen, die sich tatsächlich dieser Gesinnungskultur zugehörig fühlen, die wird es eher bestätigen darin, die sind sowieso gegen uns, schaut, und jetzt wollen sie uns hier auch kriminalisieren. Das wird eine Möglichkeit bieten für die Menschen, dass sie weitere junge Menschen mobilisieren.
Alexander Amon. Die ÖVP hat ihr Paket vorgelegt. Mich würde interessieren in dem Zusammenhang, ob das nicht eine klassische Anlassgesetzgebung ist, ob das nicht sozusagen ganz typisch ist. Man reagiert jetzt auf ein Problem und schafft damit sozusagen eine neue veränderte gesetzliche Lage, die, das haben wir beim Tierschützerprozess gesehen, dann Dinge beinhaltet, die vielleicht auf ganz andere Menschen dann einmal angewendet werden kann und muss, konsequenterweise. Wenn also etwa die Verhetzung in der Öffentlichkeit von bisher 150 Personen, die anwesend sein müssen, auf 10 gesenkt wird, kann es durchaus sein, dass der Stammtisch am Abend plötzlich sozusagen zum Ort einer Verhetzung wird und dann theoretisch müsste es auch möglich sein oder müsste man das Gesetz einschreiten, wenn jemand etwas Verhetzendes sagt. Ich könnte mir vorstellen, dass das in Österreich mitunter passiert. Dann hätten Sie weit übers Ziel geschossen. Zunächst einmal, jedes Gesetz hat seinen Anlass. Also es gilt ja dieser Stehsatz, der immer wieder fällt, Anlassgesetzgebung ist ganz etwas Schlechtes, nicht immer, das ist das eine. Das zweite ist, dass die Bundesregierung jetzt einige Vorschläge gemacht hat, wie diesem durchaus auch in der Qualität unter Anführungszeichen neuen Problem zu begegnen ist. Aber wir betrachten das durchaus als offenen Diskussionsprozess. Nicht nur die Frage Verhetzungsparagraf, sondern auch andere Maßnahmen, verstärkter Grenzschutz, was Jugendliche anlangt, Frage der Staatsbürgerschaft etwa und anderes, sind Maßnahmen, die wir jetzt zur Diskussion stellen. Wir haben auch in der parlamentarischen Debatte ausdrücklich angeboten, dass gute Vorschläge, gute Ideen von Seiten der Opposition etwa hier mehr als willkommen sind, weil es natürlich ein Maßnahmenbündel wohl sein muss, das auf der einen Seite präventiv wirkt, Bildung, Ausbildung hier ein wesentlicher Punkt, Frage des Religionsunterrichts etwa, aber natürlich auch konkrete Maßnahmen, die den Staatsschutz unmittelbar betreffen, sind, glaube ich, Vorschläge, die sehr ernsthaft zu diskutieren sind. Warum nicht kein Verbot des Islamischen Staates, kein ausdrückliches? Wie in Deutschland? Das ist durchaus eine Überlegung. Die Frage ist, wie man das logistisch gut fassen kann. Das gilt ja auch für das Abzeichengesetz, das auf den ersten Blick vielleicht eine interessante Maßnahme ist. Der Vorschlag ist zweifelsohne interessant. Die Frage ist, wie formt sich das dann aus in der Exekutierbarkeit etwa? Also das muss man schon noch im Detail diskutieren. Herr Bendel, es sind viele Möglichkeiten mittlerweile kolportiert, wie man denn das Problem sozusagen packen kann. Was ist denn am wahrscheinlichsten, was wird denn am wahrscheinlichsten kommen, um dem Problem Dschihadisten des Anwerbens und all diese Dinge eine Lösung herbeizuführen? Also lassen Sie mich zu Beginn einmal feststellen, dass niemand von uns, und ich habe das hier bereits ausgeführt, überhaupt es für möglich gehalten hat, dass im 21. Jahrhundert solche Massenmorde und menschenverachtende Maßnahmen, die wir übers Internet und über die Medien ins Haus geliefert bekommen, dass die überhaupt möglich sind. Und ich glaube, dass wir eine Verpflichtung haben, und darum lehne ich das Wort, also Anlassgesetzgebung, in Wahrheit ab, weil ich glaube, wenn wir Verantwortungsbewusstsein haben, und das haben wir alle, dann müssen wir sofort reagieren. Es ist ein mehrschichtiges Problem. Wir haben sofort Maßnahmen zu setzen. Wir haben aber Maßnahmen einzuleiten, die erst mittel- und langfristig greifen. Die beste Präventionsmaßnahmen in diesem Bereich sind Sicherheit, Bildung und Soziales, überhaupt keine Frage. Aber es greift nicht sofort. Das heißt, wir brauchen aber Sofortmaßnahmen. Und daher glaube ich auch, dass es notwendig ist, dass wir hier jene, die sich also nach unseren Grundwerten, ich sage das ganz offen, nach unseren verfassungsrechtlichen Regelungen nicht daran halten, auch die notwendigen Maßnahmen ganz einfach entgegensetzen, um unsere Bevölkerung, unsere Wertegemeinschaft, unsere Kultur, wenn Sie so wollen, unsere Demokratie auch zu schützen. Und es ist immer heikel, die Diskussion, dass man nicht übers Ziel schießt, wurde aber gerade... Aber wie tun wir es konkret? Ich versuche es nur einzuleiten. Ich nähere mich dieser Fragen immer von der Seite, dass ich glaube, zu formulieren mit den Experten, was brauchen wir genau für ein Werkzeug, um solche Fälle ganz einfach zeitgerecht entgegenzutreten. Wenn ich mich permanent von der Seite her annähere,
Die Justiz kriegt schon wieder mehr Rechte, die Polizei kriegt schon wieder mehr Rechte, alles wird übers Ziel geschossen. Dann komme ich nicht genau, treffergenau zu dieser Diskussion. Ich bin der Erste, der ablehnt, dass man jetzt also total überschießende Maßnahmen setzt. Aber den klaren Blick, dass es darum geht, unseren Staat oder wenn Sie so wollen, alle westlichen Staaten, die Demokratien, den Bürger als Einzelindividuum zu schützen, den Blick brauchen wir. Und da glaube ich, sind also diese aufgezeigten Punkte einer der Möglichkeiten, dass wir uns diesem Thema ganz einfach nähern. Und es wird halt leider Gottes, sagen wir mal dazu, leider Gottes, ohne mehr Einsatz und mehr Möglichkeiten auch im Rahmen des Staatsschutzes nicht machbar sein. Also wir geben ja doch einiges an Geld für Integration, für Schulen in den Städten aus. Mich würde schon einmal interessieren, warum glauben Sie, dass die Exekutive, unser Bildungssystem da versagt, wenn sowas überhaupt passieren kann? Also ich glaube, wir alle, ein bisschen Selbstkritik. Wir alle, da müsste die Gesellschaft eine Selbstkritik als ja, Gesellschaft bitte. Machen. Das ist überhaupt keine Frage. Ich glaube also, wenn wir uns die heutige Zeit Revue passieren lassen, wie verbringen die jugendlichen, heranwachsenden Menschen ihre Freizeit? In erster Linie in einer virtuellen Welt. Die sitzen jeder entweder vor einem Standgerät oder vor mobilen Geräten. Sie alle kennen die ganzen Spiele, die dort angeboten werden. Es ist eigentlich hier das Verständnis für Gut, Böse, was daraus entsteht bei diesen Spielen, glaube ich, ist total abhanden gekommen. Hier muss man gravierend mit den Fachleuten, mit den Psychologen, Soziologen, Pädagogen sofort, also, glaube ich, ansetzen und natürlich auch über die Gesetzgebung, weil es kann doch nicht sein, dass sich also Kinder, die nicht wissen, was sie in Wirklichkeit hier machen, vom Computer Flieger ausschießen, Bauern ausschießen, Schiffe versenken, die haben ja kein Unrechtsempfinden. Das Unrechtsempfinden kann ja gar nicht. Die Ego-Shooter sind es. Ist so. Okay. Herr Rosenkranz, der Herr Pendl hat gesagt, nicht überschießende Maßnahmen. Ich stelle auch an Sie diese Frage, nämlich was wird kommen, was soll man tun? Nämlich vor allem deshalb, dieser IS-Terror ist ja, ich sage jetzt, überschießen wäre ein Kompliment. Also das ist ja der absolute Wahnsinn. Kann man damit, sage ich mal, stumpferen Mitteln, nicht überschießenden Mittel dagegen ankämpfen wird, aus Ihrer Sicht? Überschießend ist immer schlecht. Es ist immer schlecht, weil es nicht das Ziel trifft, wenn es überschießt. Aber Tatsache ist, der Dschihad, die Dschihadisten, es geht hier um einen heiligen Krieg. Hier gibt es Menschen, die erklären allen, die nicht ihrer Religion sind, den Krieg. Und das bedeutet nicht nur Krieg, indem man jetzt die eine oder eine andere Stadt einnimmt und wartet, dass eine weiße Fahne irgendwo gehisst wird, sondern dann spielt sich dort Mord, Totschlag, Plünderung, Vergewaltigung, wo Kinder nicht ausgeschlossen sind, wo alte Menschen nicht ausgeschlossen sind, wo eigentlich die Bestie Mensch zuschlägt. Und da muss man schon sagen, da hört sich der Spaß auf und da ist auch mit Dingen wahrscheinlich, die man vielleicht sozialromantisch in irgendeiner Form sieht, da ist Schluss mit lustig, auch in Österreich. Wir haben in der Strafgesetzgebung haben wir immer zwei Aspekte im Vordergrund, Generalprävention und Spezialprävention. Das heißt, es muss so abschreckend für den Einzelnen sein, die Drohungen, die hier passieren, wenn man hier mitmacht. Es ist ja so, dass man ja kaum nachweisen wird können, dass der Einzelne, der unter Anführungszeichen jetzt, so wie es Otto Pendl dargestellt hat, das sind jetzt irgendwelche egomanischen Jugendlichen, die schauen ein bisschen zu viel Computer und sagen, jetzt machen wir Abenteuerurlaub in Syrien oder im kurdischen Teil des Iraks und schauen, was dort los ist. Und kommen dann wieder zurück und sagen, ja, ich werde mal meinen Enkeln erzählen, ich war dabei. Das ist sicherlich ein Weg, den man im eingeschränkten Maß begehen kann und auch muss. Aber das ist in der derzeitigen Situation mit Sicherheit nicht das Geeignete. Ich denke vor allem zum Beispiel die Frage der Ausreisekontrolle für Jugendliche. Also wenn man schon, so wie es in Österreich auch gelebte Tradition ist im rechtsstaatlichen Bereich, wenn man jugendlichen Menschen eine verzögerte Reife unterstellt, auch im Strafrecht, dann muss man unter Umständen mit solchen Mitteln sagen, du verstehst es noch nicht, du bleibst jetzt einmal da und ohne Einwilligung der Eltern reist du nicht aus. Ich meine, mit 16 darf man bei uns zwar wählen, aber
im Strafrecht ist die eingeschränkte... Gibt es da Konsens, gibt es da Konsens auch bei den Regierungsparteien, dass es so etwas geben sollte wie eine Ausreisebehinderung für, sage ich mal, unter 18 oder unter 19-Jährige? Nein, es gibt den Vorschlag jetzt, der jetzt in Begutachtung gesandt aber wurde. Aber sollte sowas kommen aus Ihrer Sicht? Ich glaube, dass das schon eine Maßnahme ist, die sinnvoll sein kann, ja. Herr Bendl? Also ich glaube, dass das auch eine Frage ist, die wir losgelöst vom Europarecht also nicht diskutieren können. Ich glaube, also hier sind wirklich die Spitzenjuristen gefordert und darum glaube ich, war es ja auch gut, dass wir also in Begutachtung gegangen sind mit diesen Themen, um hier also von den Fachleuten... Aber das ist ein Plan. Ist in Begutachtung. Dass wir es einmal festgemacht haben, das ist ein Plan, soll kommen. Herr Rosenkranz, ich habe Sie jetzt unterbrochen. Wollen Sie da noch fortsetzen? Auch und natürlich die Frage, wie Österreich jetzt mit seiner staatlichen Macht in puncto verboten, von denen, die nämlich diese jungen Menschen zum Anwerben umgeht. Dürfen Hassprediger tatsächlich, die man auch kennt, die der Verfassungsschutz bei uns kennt, tatsächlich bei uns einfach in irgendwelchen Bethäusern hier ihre Thesen, Provokationen, ihre Aufrufe verbreiten? Da muss es meiner Meinung nach ganz rigorose Schritte geben, dass diese Hassprediger, wo es nicht darum geht, dass die irgendwelche lustigen, grausen Ideen haben, sondern wo tatsächlich Mord und Totschlag vertreten wird, dass die gar nicht nach Österreich kommen. Kurze Nachfrage, weil sozusagen, dass man das in Österreich bekämpft, ist ein Weg, aber vermutlich noch effizienter wäre es, vor Ort zu bekämpfen. Dass sich Österreich trotz der bequemen, gemütlichen Neutralität, mit der man ja irgendwie auch wenig Verantwortung tragen muss, dass man sich Österreich da stärker einbringt, politisch, vielleicht sogar militärisch. Würden Sie das befürworten? Würde ich grundsätzlich nicht befürworten, weil ich nicht der Meinung bin, dass das österreichische Bundesheer derzeit in der Lage ist, dort auch nur ansatzweise militärisch in irgendeiner Form was machen. Wenn sich Österreich entschließt, eine Armee aufzustellen, wo man sagt, wir wollen auch eine Angriffsarmee haben oder Ähnliches, dann müsste das mit einem Volksentscheid passieren und politisch müsste das passieren. Ich glaube, es ist nur derzeit nicht notwendig. Also ich glaube nicht, dass Österreich eine ganz große Rolle spielen muss, dass wir mit unserem Bundesheer jetzt da den Islamischen Staat bekämpfen müssen und die Kalifen damit bekämpfen. Die Anfangsrunde durchbringen. Herr Bild, Sie haben jetzt schon sehr amüsiert gelächelt über den einen oder anderen Vorschlag, insbesondere was die Ausreisebestimmungen betreffen könnte. Was amüsiert Sie so? Oder nehmen Sie die Problematik gar nicht so, ist sie gar nicht so ernst, wie wir da jetzt Sie gehört haben? Das Problem ist ausgesprochen ernst im Nahen Osten und nicht nur in Irak und Syrien, sondern auch in Palästina. Ich befürchte auch in Teilen Kurdistans und in einigen anderen Bereichen. Aber können Sie sich noch an Al-Qaida erinnern? Können Sie sich noch daran erinnern, wie noch vor einem halben Jahr oder einem Jahr ein Sicherheitspolitiker nach dem anderen aufgestanden ist und gesagt hat, wir müssen die Welt retten, die größte Gefahr der letzten 100 oder 200 Jahre und alle gemeinsam und militärisch und sicherheitspolitisch und überwacht. Und plötzlich, und ich hatte die Möglichkeit, das noch vor wenigen Tagen auch im amerikanischen Kongress mit dortigen Abgeordneten zu diskutieren. Plötzlich ist das alles vergessen. Und plötzlich heißt die Gefahr IS und wir brauchen wieder das. So. Und jetzt bestreite ich nicht, und über das reden wir ja im Parlament ganz vernünftig, und zwar alle Fraktionen, dass es einzelne sinnvolle Maßnahmen gibt, zum Beispiel im Bereich des Abzeichengesetzes. Aber wir müssen doch einen Schritt weitergehen und nicht wieder in die alten Fehler bei Al-Qaida und so weiter verfallen. Erstens, es ist ein Beitrag richtig wiedergegeben worden. Das hat unglaublich wenig mit Islam und unglaublich viel mit Ausgrenzung, mit Vernachlässigung, mit Verwahrlosung, mit Chancenlosigkeit zu tun. Otto Bendl hat es völlig richtig gesagt. Das sind die jungen Burm, die den Islam nicht kennen, aber dafür die Automatenhallen, die Jugendarbeitslosigkeit, die Bildungslosigkeit und die Perspektivlosigkeit. Ich sage Ihnen eines, diese 140, die da unterwegs sind, zum Teil schon tot sind, ein paar von denen haben es wieder zurück nach Österreich geschafft und ich hoffe, dass sie da was, endlich einmal was gelernt haben. Diese 140 und vielleicht noch 100 oder 200 mehr haben wir wahrscheinlich für die nächsten Jahre verloren. Aber da geht es um Tausende dahinter, um die in Österreich nicht wirklich und nicht erfolgreich gekämpft wird und die wir von den Straßen holen müssen. Und da geht es um Geld und da geht es um Maßnahmen, da geht es um Ausbildung, da geht es um Beschäftigung, da geht es um Perspektiven, dass die endlich sagen, das ist mein Land, ich brauche kein Kalifat,
Österreich ist meine Heimat, weil mir Österreich Chancen und Entwicklung bietet. Und dann gibt es noch einen zweiten Punkt und den bitte ich auch nicht zu vernachlässigen. Die terroristischen Armeen, die jetzt in Syrien und im Irak unterwegs sind, und ich halte die dort für brandgefährlich, stellen für uns nur in einer Hinsicht eine wirklich große Bedrohung dar. Sie bekämpfen unsere offenen, demokratischen und liberalen Gesellschaften. Wir tun ihnen keinen größeren Gefallen, als wenn sie ein Ziel über unsere sogenannte Sicherheitspolitik erreichen, nämlich dass unsere Freiheiten eingeschränkt werden und dass viel zu viel Überwachung stattkommt. Das ist auch eine Terrorbedrohung in Europa. Also so ist das nicht. Das ist jetzt kein lokales Phänomen mit sozusagen irgendwie Transport über Österreich. Aber Sie wissen sehr wohl, dass es Terroralarm gegeben hat in den letzten Monaten. Sie haben da auch gute Verbindungen, wie ich weiß. Das wissen Sie genau, die hat es gegeben und die waren real. Herr Nowak, ich studiere das sehr genau, weil ich diese Bedrohungen ernst nehme. Ich war nie ein Sicherheitspolitiker. Und es ist auch bei uns Grünen zum Glück unüblich, der solche Sachen bagatellisiert. Aber der Punkt ist, es hat sich herausgestellt in ganz Europa, dass mit den Maßnahmen, die der Exekutive und insbesondere Verfassungsschutz und Nachrichtendiensten zur Verfügung stehen, im Großen und Ganzen mit einigen wenigen Ausnahmen, das Auslangen gefunden wird. Es fehlen oft nicht die Gesetze, sondern es mangelt oft an der Qualität unserer Arbeit. Ich erspare mir jetzt lange Erzählungen über die mangelnde Qualität der Arbeit unseres Verfassungsschutzes. Aber da liegen Probleme. Da muss man was verbessern. Aber nicht Freiheit weiter einschränken, das führt uns in eine vollkommene Sackgasse. Eine kurze Pause. Frau Mendel-Reisinger, der deutsche Verfassungsschutz, das habe ich unlängst in einer ARD-Sendung gesehen, sagt, die zurückkommen und den Einsatz, den sie dort geleistet haben, quasi überlebt haben, die sind diesen deutschen Verfassungsschützer sozusagen ein besonderes Anliegen, weil die ja einerseits traumatisiert sind, selbstverständlich, auf der anderen Seite auch, die haben Grenzen überschritten, nämlich nicht nur eine Landesgrenze, sondern auch offensichtlich Grenzen, was heißt der menschliche Umgang. Das heißt, also mit anderen Worten, die haben wahrscheinlich auch Menschen ermordet, getötet jedenfalls. Wird diese Gefahr in Österreich unterschätzt? Diese Gefahr der Rückkehrer? Ja. Das kann ich nicht beurteilen. Ich sehe nur, dass in dem Umgang mit dem ganzen Thema natürlich der Rechtsstaat an seine Grenzen stößt. Denn die Frage ist, wie exekutiere ich denn das oder wie ermittle ich dann, was genau für Taten diese Personen gemacht haben? Aber ich halte es für sehr klug, einen Fokus auf diese Personen zu legen. Einerseits, weil sie traumatisiert sind und andererseits, weil sie vielleicht sogar was die Abschreckung angeht, als Multiplikatoren wirken können. Also ich halte das an sich für einen guten Ansatz. Die kommen ja aus Heldenzug. Sie haben es überlebt. Oder? Ja, aber sie sind traumatisiert. In dieser Arbeit, und da muss man anfangen. Aber was ich noch einmal betonen will, die Frage ist, was tue ich mit ihnen? Ich denke, unsere Strafgesetze reichen an sich aus, von der terroristischen Vereinigung bis hin zu, Sie haben es angesprochen, unter Umständen Mord. Die Frage ist, wie beweise ich das? Wie leite ich da ein Verfahren ein? Das Problem liegt nicht in den Gesetzen, sondern an der Exekutierbarkeit dieser Gesetze in diesem Fall. Und das betrifft auch viele der Maßnahmen, die Sie vorschlagen, die vielleicht als erste Idee gut sind. Aber die Frage ist, wie wird es dann ausgeführt? Beispielsweise die Aberkennung von Doppelstaatsbürgerschaften. Wir wissen, dass die Behörden nicht einmal wissen, dass es Doppelstaatsbürgerschaften gibt. In welchen Fällen wird es dann aberkannt? Also wir haben ja die Berichte gesehen, dass es mannigfaltige... Bei Dschihadisten meinen Sie? Ja, bei Dschihadisten. Sie sehen viele juristische, rechtsstaatliche Probleme eigentlich. Kein rechtsstaatliches Problem. Das möchte ich Ihnen sagen. Der Rechtsstaat ist ein hohes Gut. Ja. Und Peter Pilz hat zu Recht darauf hingewiesen, lassen Sie mich ausreden. Die wahre Gefahr des Dschihad und des Islamischen Staates und dieser terroristischen Bedrohung ist genau darin, nämlich genau das, was er gesagt hat, unsere Grundfesten, und die bestehen aus Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, zu gefährden. Wir sehen nur, mit den Instrumenten tun wir uns schwer. Aber ich bin nicht dafür, den Rechtsstaat einzuschränken. Okay. In keiner Weise. Was heißt das jetzt? Also wir tun das uns kann ich schwer, Ihnen sagen. Verstehe ich auch. Ja, wenn jemand mit einem Kalaschnikow auf dich zielt und du hältst ein Gesetzbuch hin, wirst du wahrscheinlich... Nein, darum geht es nicht. Ja? Es geht darum, was mache ich mit Jugendlichen, die ich an der Grenze abfange. Ja? Und dann werden sie angeklagt wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Und dann werden sie unter Umständen freigesprochen, weil ich es nicht nachweisen kann. Das hat auch letztlich Sektionsleiter Pilnacek in einem Interview gesagt. Das heißt, hier ist der Rechtsstaat an der Grenze, aber ich bin
deshalb trotzdem nicht der Meinung, dass der Rechtsstaat ausgehöhlt gehört. Das ist ein hoher Wert. Und weil die Rede vorher war von überschießend. Es gibt einzelne Maßnahmen, die vorgeschlagen sind, die aus unserer Sicht tatsächlich überschießend sind. Eine? Die Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung. Mhm. Das ist eine andere, die kann man sich ja nicht so ganz vorstellen. Naja, ein neues Verbot. Naja, also Vorratsdatenspeicherung heißt, dass jede Bürgerin, jeder Bürger, alle Verbindungsdaten werden über einen langen Zeitraum gespeichert. Sprich, jeder wird unter Generalverdacht gestellt. Zweites Beispiel wäre die Einführung eines neuen Verbotsgesetzes. Ich halte das für weder effektiv noch sinnvoll, abgesehen davon, dass wir ein Verbotsgesetz haben und das aus gutem Grund. Und da gibt es einen historischen Kontext. Ich glaube nicht, dass wir mit einem weiteren Verbotsgesetz hier sinnvoll weiterkommen. Bevor ich den Herrn Ammann noch mal dran nehme, möchte ich die Runde noch fertig machen. Herr Hagen, auch an Sie die Frage. Sie sind ja, glaube ich, auch Polizist, wenn ich es richtig im Kopf habe noch. Tun Sie Ihnen schwer, jetzt mit den vorhandenen Mitteln, die es gibt, als Polizist hier zu agieren? Selbstverständlich. Die Problematik liegt dort, dass die Möglichkeiten, die die Exekutive hat, in keinster Weise ausreichen, um hier entgegenzuwirken, um hier vorbeugende Maßnahmen zu treffen. Und ich kann dem Herrn Pilz überhaupt nicht recht geben, wenn er sagt, dass da eh alles in Ordnung ist und die paar Buben, wo da runtergehen, kämpfen, das sei es dann schon gewesen und man soll ja möglichst wenig ändern. Da bin ich ganz anderer Meinung. Ich sage es Ihnen ganz offen. Ich finde das schon sehr bedenklich, wenn ich da heute in den Salzburger Medien sehe, Dschihadisten werben in Salzburg um Nachwuchs. Wenn ich gestern in den Vorarlberger Online lese, dass durch die Bregenzer Kaiserstraße Salafisten mit Tafeln am Rücken rumgeschnallt, den Koran verteilen, versuchen die Leute für den Islam zu begeistern, das heißt für den radikalen Islam, dann läuft doch hier in dem Staat absolut etwas schief. Was bräuchten denn Sie, was bräuchte die Exekutive, was bräuchten Sie als Politiker, damit Sie sagen können, ich habe sozusagen alles getan, was mir möglich war, im rechtsstaatlichen Rahmen, den wollen wir ja nicht außer Frage stellen. Ja, wir müssten zuerst einmal schauen, was haben wir alles falsch gemacht. Wir gehen jetzt schon in Richtung Anlassgesetzgebung. Was haben wir alles falsch gemacht? Das ist das, dass wir zu locker und zu lasch überwacht haben. Wir wissen aus Erhebungen früher schon, dass in verschiedenen Moscheen immer schon Radikalismus gepredigt worden ist. Dass es verschiedene Auffassungen des Koran gibt, auch verschiedene Versionen. Die einen sind verhetzend, die anderen sind, die predigen die friedliche Religion. Auch das gibt es. Ich will da auf keinen Fall alle Muslime in einen Topf werfen, aber die Radikalisten, die haben wir zu wenig beobachtet oder beobachten können. Und da reichen die gesetzlichen Maßnahmen in keinster Weise aus. Deswegen unterstütze ich auch die Frau Innenminister in ihrem Bemühen, den BVD zu stärken, dass hier die Beamten einmal stärkere Möglichkeiten kriegen. Und aber, gegen einzelne Maßnahmen sind Sie, habe ich bei der Vorbereitung zumindest gesehen. Sie sind zum Beispiel dagegen, dass Minderjährige nur mit Erlaubnis der Eltern reisen dürfen, weil sie fürchten dann, dass es nicht also bürokratisch unmöglich ist und dass sie dann womöglich, wenn sie, glaube ich, das war von Ihnen mit dem Disco-Besuch in der Schweiz, Probleme bekommen. Na, das kann ich Ihnen ganz offen sagen. Diese Grenzkontrollen werden gar nichts bringen. Ich kann es Ihnen sagen, wenn wir keine Exekutive mehr an der Grenze haben und keine wirklichen Grenzkontrollen mehr haben, können wir das auch nicht vollziehen. Fakt ist es, wenn, dann müsste ich flächendeckend die Grenzen wieder schließen und dann könnte man diese Grenzkontrollen durchführen. Dann kann ich das auch verfolgen. Heute kann ich das nicht beobachten, ob jetzt ein Jugendlicher in einem Auto mit in die Schweiz hinüberfährt, dort noch am ersten, weil die Grenzkontrollen, die Schweizer noch drüben sind. Aber die kontrollieren auch nur noch wegen der Warenmitfuhr und so weiter. Aber an anderen Grenzen kann ich es doch nicht. Und wenn ich das in Österreich verbiete, sind wir nicht böse, aber diese IS hat so viel Geld, dass wenn die Leute anwerben wollen, dass die ins Ausland schaffen und von dort fliegen lassen, wo es diese Grenzkontrollen nicht gibt. Also das ist nicht umsetzbar, das ist nur eine Absichtserklärung aber und der typische Anlassgesetz. Also was Sie brauchen würden als Exekutivbeamte, um hier agieren zu können, wenn du kannst. Mehr Möglichkeiten, das ist doch ganz klar, wenn ich höre die Vorratsdatenspeicherung. Was wäre mehr? Ja, man muss den BVD wirklich mit Möglichkeiten ausstatten, die er nicht nur heute darf er in Österreich nur beobachten. Er darf nicht einmal einschreiten, wenn nicht irgendein Straftat gesetzt wird. Und selbst vorbeugend
zuschauen und aufschreiben, also und dann muss es noch vernichten. Dann muss es noch vernichten nach kurzer Zeit, und dann ist, wenn nichts mehr Neues kommt, wird alles gelöscht. Das ist die österreichische Gesetzgebung. Das kann es doch nicht sein. In jedem anderen Staat haltet man das auf. Und dass ich weiß, mit wem ich es zum Tun habe, wenn ich es heute mit dem XX zum Tun habe und in 3 Jahren habe ich es wieder mit dem XX zum Tun, der ist aber in der Zwischenzeit nicht aufgefallen, weil er vielleicht außer Landes war oder was auch immer, dann habe ich die Problematik heute, dass die Daten nicht mehr da sind von früher. Aber es gibt, ja, eine, es gibt ein eine, wir wissen das, also wenn man sich ein bisschen befasst mit, der, mit dem Dings, es gibt eine zweite Datenbank, eine sozusagen verdeckte Datenbank, wo dann solche Dinge schon, wie bei den Banken, eine Art schwarze Liste, ja? Das sagen Sie. Ja, das sage ich, okay. Aber noch vor dran. Ich würde nämlich auch mit einer Frage das bei Ihnen beginnen. Warum ist eigentlich das BVD so schlecht aufgestellt? Irgendwie, also Terror, islamistischer Terror kennen wir seit 2001, eigentlich schon vorher. Hätte man all die Jahre Zeit gehabt, das sozusagen auf gute Beine zu stellen. Jetzt plötzlich braucht man sofort ein paar Mitarbeiter. Das ist zunächst einmal eine Behauptung, dass das BVD schlecht aufgestellt wäre. Ja, offenbar schon, wenn man jetzt mehr Mitarbeiter braucht, dann haben sie offenbar nicht personell ein bisschen ausgehungert. Die frühere Staatspolizei und das jetzige Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung beobachtet ja derartige Gruppen seit gut 1,5 Jahrzehnten. Und es ist ja auch nicht so, dass nicht gewusst wird, in welchen Moscheen etwa radikal gepredigt wird. Das ist ja durchaus bekannt. Und man muss ja auch bisher sagen, dass die Maßnahmen des Verfassungsschutzes ganz offensichtlich auch nicht die schlechtesten waren. Das bitte schon auch zu sehen, dass wir bisher, das heißt nicht... sozusagen Ihre Innenministerin jetzt in die Schuld genommen, und Ihre Vorgänger, dass es seit 2001 offenbar nichts passiert ist, oder zu wenig. Das würde ich nicht sagen, weil wir uns jetzt natürlich auch einer neuen, auch in der Qualität, in der Intensität anderen Bedrohungen gegenüber sehen. Man muss ja bei dieser Terrororganisation Islamischer Staat sehen, da geht es ja nicht mehr darum, punktuell einfach einen Anschlag zu verüben, sondern hier geht es ja um einen Zug, der fast imperialistisch anmutet. Hier geht es um Raumgewinn, hier geht es um den Aufbau staatsähnlicher Strukturen, hier geht es um das de facto Ziel, eine Art Weltherrschaft zu erlangen, also eine andere Qualität, die bedarf natürlich auch anderer Gegenmaßnahmen. Ein bisschen wirkt es ja wie Abendland gegen Morgenland, so irgendwie, und so auf die Art. Und das ist genau der schwere Fehler, den wir nicht machen dürfen. Das ist eben kein Krieg, keine Auseinandersetzung entlang religiöser Grenzen. Bitte bedenken Sie, dass die meisten Opfer dieser Terrororganisation Islamischer Staat derzeit Muslime sind. Und daher müssen wir in enger Kooperation mit der islamischen Glaubensgemeinschaft hier agieren. Wir müssen die Muslimen gewinnen, dass sie selbst auch hier aktiv werden. Hier alle, und deshalb niemand will, um Gottes Willen, den Rechtsstaat. Das ist ja genau das Gegenmodell zu dem, was diese Terrororganisation will. Und gerade weil wir den Rechtsstaat nicht aushebeln wollen, bedarf es natürlich auch gewisser legistischer Maßnahmen, damit wir dementsprechend agieren können. Aber da hätte ich ganz gerne heute von Ihnen das Bekenntnis, ja oder nein, Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung. Also das wurde angekündigt von Minister Brandstätter mehrfach wiederholt, und das ist meiner Meinung nach ein Angriff auf den Rechtsstaat und nicht meiner Meinung nach, das hat auch der Europäische Gerichtshof gesagt und der Verfassungsgerichtshof. Da würde ich gerne heute hören, planen Sie die Vorratsdatenspeicherung wieder einzuführen? Oder prüfen Sie etwa andere Modelle, weil Sie auch geredet haben von einer etwaigen Befugniserweiterung der Exekutive. Wir haben auch gestern vorgeschlagen, mal das Quick-Freeze-Modell zu prüfen, das natürlich eine gewisse Befugniserweiterung ist, nämlich auf die Daten. Quick-Freeze heißt, dass man auf die Daten, die da sind, zu Verrechnungszwecken schneller von Seiten der Exekutive zugreifen kann und eine längere Speicherung erwirken kann und dann sozusagen im Nachhinein auch noch einen richterlichen Beschluss erwirkt. Vorratsdatenspeicherung light. Ja, wenn man so will, Vorratsdatenspeicherung light, allerdings mit dem Unterschied, dass es die Verbindungsdaten sind, die ohnehin gespeichert werden, da stimmen Sie ja auch zu. Wenn Sie einen Vertrag mit Ihrem Handyanbieter machen, stimmen Sie ja zu. Und Sie werden nicht pauschal überwacht. Also das ist der Unterschied. Das ist ja genau der Punkt, um den es geht. Das, was Sie lehnen die Vorratsdatenspeicherung ab und schlagen vor, unter einem anderen Namen die Vorratsdatenspeicherung einzuführen. Nein, das stimmt nicht. Selbst Experten vom Ludwig-Boltzmann-Institut haben das vorgeschlagen als Alternativmodell, wie es darum gegangen ist. Außerdem haben wir gesagt, prüfen Sie das bitte. Also ich meine, da würde ich durchaus die Experten des Innenministeriums und des Justizministeriums... Das ist ja auch vom Europäischen Gerichtshof geprüft. Nein, genau, der Europäische Gerichtshof hat nicht Quick Freeze geprüft, sondern die Vorratsdatenspeicherung.
Das und selbst die Kollege Albert Steinhauser bringt das Thema immer wieder auf. Also da müssen Sie auch innerhalb der Grünen, glaube ich, diskutieren drüber. Ich möchte Sie unterbringen. Ja, und Sie sind unterbrochen, weil Sie wollten eine Antwort geben. Stichwort auf Vorratsdatenspeicherung. Ich habe es leid genannt, ich hoffe, es ist keine Katastrophe begangen. Ich eine Antwort. Ich war nur ein bisschen überrascht, dass Sie so apodiktisch eine Antwort haben wollen, ja oder nein. Ich würde gerne in einen Dialog eintreten. Es gibt gute Argumente für manche Maßnahmen. Da müssen wir natürlich die höchstgerichtlichen Entscheidungen berücksichtigen. Das ist ja gar keine Frage. Aber wir müssen auf der anderen Seite auch die Möglichkeit haben, auf Daten zuzugreifen, wenn es im Rahmen dieser Balance zwischen Freiheit und Schutz der individuellen Rechte auf der einen Seite und der Sicherheit auf der anderen Seite, wenn es in dieser Balance ist. Und da würde ich gerne in einen Dialog eintreten und jetzt nicht einfach sagen, ja oder nein. Man muss sich das sehr im Detail ansehen. Bevor wir schauen, was Sie Herrn Frau Österreicher zu der Thematik sagen, wollte ich den Herrn Bender fragen. Es gibt ein Zitat, oder es wird kolportiert, ein Zitat des Justizministers Brandstätter, der sagt, wer also Hass sät, wird Gefängnis ernten. Gleichzeitig hat die Justiz Sprecher Jarolim gestern gesagt, in der parlamentarischen Diskussion, das sind irregeleitete Komplexler, die da agieren. Jetzt frage ich mich, wenn es irregeleitete Komplexler sind, dann sind sie eigentlich krank, haben ein psychisches Problem, müssen betreut werden. Wenn sie Straftäter sind, weil sie was auch immer tun, dann sind sie sozusagen reif fürs Gefängnis nach einer gerichtlichen Verurteilung. Nur die Frage ist, was passiert im Gefängnis, wenn ich einen, der eh schon sozusagen offensichtlich Probleme hat, sich einzugliedern in eine Gesellschaft, in eine demokratische Gesellschaft, wenn ich den dann ins Gefängnis sperre, der wird doch noch weiter radikalisiert, oder? Vielleicht, wenn es gestattet ist, ich möchte nur probieren, einen gordischen Knoten von den Vorrednern aufzuklären, wenn es mir möglich ist. Ja? Bin ja froh, dass also der Kollege Pilz jetzt festgehalten hat, liebe Frau Kollegin, am Terminus kann man gar nichts aufmachen. Ich glaube, wer sich die Berichte anschaut, was wir mit der erweiterten Gefahrenforschung, Exzellenz übrigens mit Rechtsschutzbeauftragten und Rechtssicherheit, wenn man sich das alles ansieht, dann braucht sie überhaupt niemand fürchten. Und wir werden nicht umhinkommen. Und das ist in Wirklichkeit das Problem. Und ich glaube, dass wir wenig logistische Maßnahmen brauchen, aber viele Verwaltungsmaßnahmen brauchen. Und ich erkläre es Ihnen mal so. Die echte Problematik ist im Strafrecht, wie weit kann eine Polizei, und es geht ja nur um die Polizei, vor Eintreten eines strafbaren Tatbestandes rechtlich korrekt einschreiten, ja oder nein? Das ist eine Diskussion, die uns lange begleitet. Also ein proaktives Handeln. Genau, da ist ja noch nichts passiert. Und das ist natürlich ein rechtsstaatliches, heikles Problem. Lassen Sie mich aber nur auf eines aufmerksam machen. Ziemlich viele Polizei, aber auch Justiz, Verhandlungsrunden geführt und also mitverhandelt. Schauen Sie, wir können sofort das kontrollieren. Wir, wie wir da steigern, vor 10 Jahren gelebt. So, wir waren die Delikte vor 10 Jahren, wie die Reformen seinerzeit gemacht wurden. Wenn uns wer gesagt hätte, dass übers Fernsehen ins Haus geliefert wird, das wäre, wenn man den Kopf abschlägt und die ganze Welt schaut zu, dann hätten wir das nicht Internet denkbar erachtet. Jetzt müssen wir sich überlegen, jetzt müssen wir vor dem Eintreten des strafbaren Tatbestandes agieren. Rechtlich in Ordnung, wie es ein Rechtsstaat braucht. Das ist die heikle Frage. Und jetzt sage ich es Ihnen zur Verwaltung. Wir haben in der Verwaltung das Problem, dass sie durch das permanente Spezialisieren in die Richtungen in Wirklichkeit viel Personal mit ausgebildet und mitspezialisiert werden muss. Und das war diese Bundesregierung, die sich vor so wie verhandelt. Also, ich erinnere den Kollegen Amann, wir haben gesagt, 1200 Leute zusätzlich in fach- und spezifische Ausbildungen der Exekutive. Alles bekannt. Weil ganz einfach der Trend oder der Zeit, wie man ihm jetzt will, diese Spezialisierungen bei jenen, die kriminelle Handlungen setzen, ganz einfach stattfindet. Muss die Polizei mit. Das ist aber alles eine Verwaltungsgeschichte. Das heißt, wir müssen ganz einfach schauen, dass man das Know-how, das Technische, genauso wie das die virtuelle Welt will ich nicht ansprechen, aber die kommt. Ich will es nur fertig sagen. Und jetzt haben wir das Problem, dass wir in Wirklichkeit, und 28.000 Exekutivbeamte ist nicht schlecht. Und ich habe gesagt, 28.000 brauchen die Rechte alle nicht.
brauchen sie nicht, weil sie ja gar nicht in der Praxis einmal, die kommen gar nicht in die Situation, dass sie das machen müssen. Und wir werden gemeinsam das neue BVT-Gesetz verhandeln. Wir werden schauen, dass wir für eine, jetzt würde ich das Wort Profitruppe nicht in den Mund nehmen im Staatsschutzbereich, aber für eine kleinere Zahl von top ausgebildeten Kriminalisten und Verfassungsschützer, dass wir denen die rechtlichen Handhaben geben und bei den anderen in Sicherheitspolizei nicht mehr. Tut vor, das oben im Sicherheitspolizeigesetz, weil das gar nicht braucht. Weil es ein Irrtum war, dass ich glaube, der einfache Polizist macht jede Tätigkeit. Das geht in einer spezialisierten Welt nicht. Und da, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg und das wollen wir umsetzen. Zu Ihrer Frage, dass ich nicht, glaube ich, vergiss. Aber wir müssen ich möchte jetzt ganz kurz mal nachschauen, was sagen den Herren Frau Österreicher zu diesem Thema? Sind etwaige Ängste begründet? Anna-Katharina Kreusel hat sich in Wien umgehört. Die Umfrage ist nicht repräsentativ. Ein Stimmungsbild. Hier sind die Antworten. Ich denke, das ganze Sicherheitsgefühl irgendwie wankt, aber nicht nur wegen der Dschihadisten, sondern insgesamt, denke ich mal, wenn man anschaut, was überhaupt passiert auf dieser Welt zurzeit. Wenn man genauer darüber nachdenkt, dann kommen dann schon ein bisschen Zweifel auf und man denkt sich, wie viele Schläfer gibt es eigentlich im ganzen Land. Ich finde es generell beängstigend, dass sowas möglich ist, dass Leute aus Österreich in den Dschihad ziehen. Das finde ich beängstigend. Wir sind ja hier in Österreich und nicht in Syrien. Also da, wo die kämpfen, kämpfen sie und jetzt nicht hier. Ich meine, es gibt genauso viele radikale Christen in den USA oder sonst wo. Deshalb sind ja nicht alle Christen Verbrecher. Genauso mit den Moslems ist es genau dasselbe. Auf der ganzen Welt gibt es immer welche, politisch oder religiös, die zu fanatisch sind. Das gibt es immer und überall und das kann man nicht verhindern und das werden wir auch nicht beseitigen können, glaube ich. Ich war auch Flüchtling und jetzt habe ich Papier und Reisepass, bin ich anerkannt Flüchtling jetzt. Trotzdem bekomme ich meine Wunsch ist eine Ausbildung, als Pflegeausbildung bekomme ich das nicht. Ich bin aus Niederösterreich. Und dort haben wir doch auch einige Flüchtlinge aufgenommen, was ich gut finde. Wenn man sie aufteilt in ganz Österreich, denke ich mal, dann kann man sie auch gut integrieren. Und um das geht es ja im Grunde im Großen und Ganzen. Natürlich gibt es irgendwann eine Grenze für ein kleines Land. Aber solange wir unter den 10 reichsten Ländern der Welt liegen, gibt es, glaube ich, wenig Ausreden. Die Bevölkerung darf nicht gleich Angst haben, wenn es in der Umgebung irgendein Flüchtlingslager aufgemacht wird, dass sie jetzt um ihr Hab und Gut kommen. Bevor wir noch über das Asylthema reden, würde ich dem Peter Pilz gerne eine Frage stellen. Die Islamische Glaubensgemeinschaft veranstaltet ein Fest des Friedens. Reicht das? Haben Sie das Gefühl, ich glaube, das gefällt zwar den Grünen so ein bisschen sympathisch und nett und liebevoll, aber haben Sie wirklich den Eindruck, dass die Islamische Glaubensgemeinschaft genug unternimmt, mit diesem Problem, dieses Problem Herr zu werden? Wäre mein Eindruck nicht. Also, ich freue mich mal über jedes Fest. Und ich glaube, dass es sicherheitspolitisch sehr, sehr wenig bringt. In diesem Bereich hat es sicherlich Versäumnisse gegeben. In einzelnen Religionsbüchern, in einzelnen Schulunterlagen und so weiter. Da sind Sachen passiert, die viel zu lange auch vom Unterrichtsministerium toleriert worden sind. Ich halte das für ein Problem. Aber ich komme noch einmal auf den Punkt zurück. Wir wissen, dass das Hauptproblem nicht Islam ist. Ich erzähle Ihnen jetzt was aus einer persönlichen Erfahrung. Es gibt ja Dschihadisten von beiden Seiten, die von der Verhetzung und Radikalisierung und vom gegenseitigen Krieg führen profitieren. Wie ich vor kurzem gemeinsam mit Kollegen und Kolleginnen aller Fraktionen in Washington war, da hat uns die Kongressabgeordnete Michelle Bachmann einen Vortrag gehalten, einen Kreuzzugsvortrag mit einer Erklärung der Überlegenheit des Christentums und der Unterlegenheit des Islams und warum man dort den Krieg um den Glauben führen muss. Wir müssen uns um die Dschihadisten beider Seiten... Ich sage Islamische Glaubensgemeinschaft, Sie kommen mit der Tea Party, das ist irgendwie... Nein, ich komme deswegen, weil es da zwei Seiten gibt, weil das Ganze nicht nur ein Problem des Islam ist, ich halte es für eine Selbstverständlichkeit, dass die Vertreter und Vertreterinnen islamischer Glaubensgemeinschaften in Österreich alles tun, um den Dschihadismus, den Terrorismus und den Extremismus zu bekämpfen. Und ich wiederhole das nicht noch einmal, dass da nicht alles getan worden ist. Das ist die eine Seite. Aber die andere Seite, wir als Sicherheitspolitiker und Politikerinnen haben ja wesentlich wichtigere Entscheidungen zu treffen. Und
das, Herr Kollege Amon, das ist das Problem. Ich nehme gerne ein Angebot an, dass wir das im Nationalrat ernsthaft diskutieren. Aber wir müssen endlich wegkommen von Vorschlägen, die einfach nicht funktionieren können. Versuchen wir uns einmal gemeinsam vorzustellen, was passiert, wenn wir erwachsenen, jungen 16-Jährigen verbieten, in einem Europa ohne Grenzen die österreichische Staatsgrenze, ohne Zustimmung ihrer Eltern zu überschreiten. Wegen 140 Dschihadisten sollen die jungen Menschen in Österreich nicht mehr frei reisen können. Das bringt doch überhaupt nichts. Ich halte einiges von der Geschichte Abzeichengesetz, weil wir fürs Internet, insbesondere fürs Internet, ganz bestimmte Verbote, auch von Symbolen brauchen. Da gibt es ein paar vernünftige Vorschläge und über die werden wir auch ernsthaft reden. Aber ich glaube, dass Otto Bendl vollkommen recht hat. Die wichtigsten Gesetze in Österreich sind längst beschlossen. Jetzt geht es um eine vernünftige Umsetzung, die unsere Freiheit nicht gefährdet. Herr Rosenkranz, braucht man was? Braucht man mehr? Und im Übrigen, sehen Sie das auch so? Nein, überhaupt nicht. Also der Peter Pilz ist immer im Bereich, er kümmert sich auch jetzt eher darum, was jetzt die Tea Party in Amerika macht. Ich bin eigentlich dazu da, dass er die Probleme, die es gibt in Österreich, zu lösen. Und da kann er auch in Amerika fahren und dort was auch immer. Aber jetzt an Mitteln. Staatsbürgerschaftsrecht. Zum Beispiel ist es jetzt schon so, dass der Dienst in einer fremden Armee hat bereits als Folge die Aberkennung der Staatsbürgerschaft. Jetzt muss man nur diskutieren, was ist eine fremde Armee. Man ist damals beim Gesetz davon ausgegangen, dass es ein anderer Staat ist. Jetzt ist es der Islamische Staat, zwar kein Völkerrechtssubjekt, aber hier könnte man diese Änderung sehr leicht zu machen. Ich würde Sie gerne zum Islam fragen. Glauben Sie, dass die Glaubensgemeinschaft da genug unternimmt? Glauben Sie, dass da in Österreich genug passiert? Oder haben Sie den Eindruck, dass Sie hinwegschauen passiert? Wenn so etwas passiert, solche Vorfälle, dass österreichische Jugendliche verhetzt werden und das in Österreich im Rahmen der islamischen Religionszentren auch Hassprediger sein können, dann tut neben dem österreichischen Staat auch die islamische Glaubensgemeinschaft zu wenig. Da kann man nicht sagen, ich gesagt hat, ja bitte, die Grünen haben die Hausaufgaben gemacht und lehnen sich zurück oder wir Freiheitlichen haben das gemacht. Das ist nicht der Fall. Genauso sehe ich das und da ist jede Anstrengung, die hier gemacht wird, ausreichend. Aber es gibt auch noch andere, es ist ja genannt worden, warum ist in der Bundesrepublik Deutschland der Islamische Staat als Organisation verboten? Bei uns nicht. Ist es wirklich so ein Denken? Gesagt, na ja, wir haben nachgeschaut im Vereinsregister und im Parteienregister, haben wir im Innenministerium nachgeschaut, da haben wir den Islamischen Staat also nicht gefunden und können wir nicht verbieten. Sie fordern ein Verbot? Ja, selbstverständlich. Eine terroristische Organisation, die tagtäglich Menschen umbringt und in die Vertreibung bringt, da nicht zu verbieten, ich meine, jede Sekunde ist da eigentlich vergeudet. Sehen Sie das ganz konkret? Ja, ähnlich. Ich bin auch der Meinung, dass hier ein Verbot auf jeden Fall hergehört. Es müssen klare Zeichen gesetzt werden. Mhm. Aber es muss auch entsprechend reagiert werden von diesen Leuten, die zurückkommen. Wenn ich dann in den Vorarlberger Nachrichten die Überschrift lese, und zwar die Hauptüberschrift, 4 Dschihadisten aus Syrien zurückgekehrt, in Vorarlberg, einer ist freiwillig ausgereist und die anderen spazieren frei herum, dann kann es das nicht sein. Wenn ich hier in Österreich... Was müsste man mit Ihnen tun aus Ihrer Sicht? Ja, sofort wegsperren. Da muss es ganz eine klare Situation geben, wenn einer zurückkommt von der Gegend. Ich weiß nicht, ob es Ihnen der Fall bekannt ist in Niederösterreich, der Dschihadist, der zurückgekommen ist, der sich dann die Zähne reparieren lassen hat und das Augenlicht verbessern hat. Asylwerber, ja. Aber kein Österreicher, ein Asylwerber. Das ist richtig. Und dieser wollte dann wieder hinuntergehen. Also wo sind wir dann? Da müssen wir schon klare Richtlinien setzen. Erstens sofort verlieren des Asylstatus in dem Fall und sofort abschieben. Und da müssen wir diskutieren. Wenn wir österreichische Staatsbürger haben, Staatsbürgerschaft entziehen, aber sofort und sofort ins Gefängnis. Weil das ist dann abschreckend. Sie müssen abschreckende Beispiele setzen, um Präventionsmaßnahmen zu erwirken. Anders wird das nicht in den Griff zu kriegen. Ins Gefängnis schmeißen braucht man eine gesetzliche Grundlage. Und die ist natürlich. Schwierig. Und die müssen wir jetzt schaffen. Und die müssen wir jetzt schaffen. Und da müssen wir uns trauen. Und da müssen wir uns trauen. Würden Sie ein Verbotsgesetz befürworten? Ob man das ein extra Verbotsgesetz, wir haben ein Verbotsgesetz und da bin ich überhaupt nicht bei der Frau Kollegin Meindl-Reisinger, die sagt, das ist jetzt historisch bedingt, dann sage ich, das ist jetzt zeithistorisch bedingt. Wir wollen verschiedene politische Strömungen nicht. Und einfach die Tatsache, dass jemand den Nationalsozialismus anhängt, genügt bei uns, um ins Gefängnis zu kommen. Und wenn heute jemand glaubt, er muss dem IS jetzt aktuell mit diesem Krieg da nachhängen, dann gehört das meiner Meinung nach ins Verbotsgesetz hinein. Und wir haben auch ein Abzeichengesetz, wo eben zum
Beispiel nationalsozialistische Abzeichen verboten sind, dann wird halt das auch ergänzt. Und wenn es beim anderen ist, dann machen wir 3, 10, 17 entsprechende Gesetze. Es ist zwar von der Logistik nicht besonders schön, aber es muss wirken. Und daher, glaube ich, ist wirklich keine Zeit zu verlieren, dass man diese Dinge macht. Alles andere ist in Wirklichkeit wegschaut vom Problem. Ich möchte bei der Opposition noch weitermachen, Frau Beate Meisel-Reisinger. Sie haben gesagt, Verbotsgesetz kommt für Sie nicht in Frage. Nein, weil ich glaube, nein, es kommt für mich nicht in Frage. Ich halte das eine Verbotsgesetz aus dem historischen Kontext aufgrund der Verantwortung für richtig. Aber prinzipiell macht ein Verbotsgesetz macht meiner Meinung nach aus Vollidioten Märtyrer. Und das ist die einzige Wirkung eines Verbotsgesetzes. Und das ist wirklich die Frage, ob wir das wollen. Frage: Ignorieren besser? Na, ignorieren ist nicht besser. Okay, Prävention, Bildung ist ganz wesentlich. Okay. Natürlich ganz viele soziale Ursachen, ja. Bildungsursachen, ja. Fehlgeleitete Integration und natürlich auch prüfen etwaige Befugniserweiterungen der Exekutive. Wir sind ja da auch offen. Was ich aber nicht will, ist eben die Pauschalverdächtigung aller Menschen. Das ist die Grenze. Auch wenn der Armer will, glaube ich, reden. Ja. Die bei der Stadt dabei sind, nein, da brauche ich keine Pauschale. Muss ein bisschen auf die Zeit. Das muss verboten werden und unter Strafe gestellt. Ich muss ein bisschen auf die Zeit schauen. Ich bin bei der Kollegin Meindl-Reisinger. Ich glaube, das Verbotsgesetz und das Abzeichengesetz sollte man jetzt in dem Zusammenhang nicht verändern, sondern das soll im historischen Kontext, glaube ich, das haben Sie schon Symbole, steht bei Ihnen drin. Es soll ein eigenes Gesetz sein. Mit 17 Gesetze draußen, jedes Abzeichen eines. Nein, man kann das natürlich auch ins Lächerliche ziehen. Ich glaube, Herr Kollege Rosenkranz, dass wir da aus der historischen Verantwortung heraus einfach auch sensibel genug sein sollten, jene Gesetze, die mit dem Dritten Reich zu tun haben, Ich glaube auf der anderen Seite aber sehr wohl, dass wir Organisationen wie den Islamischen Staat natürlich verbieten sollten. Die Frage ist, ob ich das jetzt expressis verbis in ein Gesetz schreibe oder ob ich durch Beschreibung grundsätzlich solchen Organisationen habhaft werden kann und sie verbieten kann. Mhm. Frau Beate Männer, ich wollte nur sagen, was das Abzeichengesetz angeht, was Sie gesagt haben in Bezug auf das Internet. Ich meine, da hat man das Internet nicht verstanden. Das Problem ist ja nicht, ich sperre eine Seite, in den nächsten 5 Minuten ist sie unter einer anderen Domain online. Die sind ja nicht einmal in Österreich, diese Seiten. Ich meine, das ist doch mit den technischen Möglichkeiten heutzutage, mit solchen Gesetzen, diesem Phänomen, das über das Web 2.0 und über das Internet verbreitet wird, Herr werden zu wollen, verzeihen Sie, das ist hilflos irgendwie. Es geht beim Verbot dieser Symbole um etwas anderes. Es geht darum, dass ja derartige Personen mit diesen Symbolen auftreten, in U-Bahnen, nicht nur im Internet, sie unter diesem Symbol junge Leute anwerben. Aber stellen Sie sich vor, Sie treffen auf einen 16-Jährigen? Darf ich auch aussprechen? Und die Frage ist, wollen wir, dass diese Symbole in unserer Gesellschaft Fuß fassen? Das ist die Frage und es geht weit über die Frage des Internets hinaus. Aber stellen Sie sich vor, Sie treffen auf einen 16-Jährigen in Wien, der ein Leiberl trägt mit dem IS-Symbol. So, der ist noch nicht wahrscheinlich ein Dschihadist, sonst würde er nämlich nicht mit Leiberl in Wien umeinander rennen. Und dann wollen Sie ihn mit dem Abzeichengesetz bestrafen. Und da frage ich mich, was ist die Wirkung dann dieser Maßnahme? Ja. Ich meine, Sie müssen doch auch die Psychologie... Es wäre, wenn es verboten ist, ein Verwaltungsdelikt Und dann wird er sich zum Rechtsstaat Österreich bekennen. Aber das ist ein bisschen ein naiver Zugang, den muss ich Ihnen schon unterstellen. Sie müssen sich auch ein bisschen in die Lage dieser Jugendlichen versetzen, die keine Perspektive haben, keine Bildung haben. Die zweite Generation ist oft betroffen, die wissen, dass sie einen sozialen Abstieg. Die Motive sind doch sehr... Wir sollten da eine Untergruppe machen. Einen Satz. Die Motivlage ist ja auch nicht so einfach, wie sie da manchmal dargestellt wird. Die Motivlage ist sehr, sehr unterschiedlich. Es sind nicht nur Jugendliche, die am Rande der Gesellschaft stehen. Es sind zum Teil auch sehr gut ausgebildet intellektuelle Leute, die sich diesem Krieg verschreiben. Also ganz so ist es nicht, wie Sie das darstellen. Es ist immerhin gelungen, mit diesem Vorschlag irgendwie diese Sendung zu dominieren. Ich würde dennoch ganz gerne ein anderes Thema noch am Schluss in der letzten Runde mit Ihnen diskutieren. Wir erregen uns alle zu Recht und sehr plastisch über diese Gräueltaten und dennoch haben wir offenbar ein Problem damit, den Menschen in der Zeit sozusagen Schutz zu gewähren und die Flüchtlinge zu nehmen. Warum ist das so?
Wenn Sie die Frage an mich richten, ja, weil wir in den letzten 20 Jahren eine komplett falsche Asylpolitik betrieben haben. Die Zahlen sprechen ja dafür, in den letzten Jahren, die Statistik noch bis 2013 war es so, dass nur 75-80% aller Asylwerber tatsächlich Asyl gesucht haben. Das heißt, 75-80% sind in Wirklichkeit illegale Migranten, die aus einer wirtschaftlich schlechten Situation auf den österreichischen Arbeitsmarkt oder auf den europäischen Arbeitsmarkt wollten. Das haben wir den Presseleiter gelesen, glaube ich. Na, die Zahlen habe ich an sich steht so drin. Das heißt, ja, die Zahlen sind aus dem Innenministerium und ich nehme nicht an, dass die Presse oder die FPÖ die Zahlen der Innenministerin anzweifelt. Das heißt, für 20-25% in den letzten Jahren, wir müssen einen Rucksack abarbeiten und jetzt auf einmal, wo ein tatsächlicher Krisenfall da ist mit vielen Flüchtlingen, stellen wir fest, die Kapazitäten sind auf einmal nicht da. Und zur Frage, wie man da über Gemeinden oder Länder drüber fährt. Freiheitliche Meinung ist, es kann nur Bundessache sein und wir wollen an sich Bundesaufnahmezentren haben, die auch entsprechend kontrolliert werden können im Erstaufnahmeverfahren. Heute wurden nicht angekündigt. Ja, heute wurden nicht angekündigt. Es ist ja schön, wenn freiheitliche Forderungen erfüllt werden. Aber dann ganz konkret, sind Sie dafür, dass Österreich syrische Flüchtlinge mehr syrische Flüchtlinge aufnimmt, ja oder nein? Selbstverständlich, weil dort sind Menschen mit Fluchtgründen und vor allem syrische Christen gibt es dort. Also das sind insbesondere Menschen, die auch in Nachbarländern, ob das Türkei ist, ob das andere Staaten auf der arabischen Halbinsel sind, die wollen wir in erster Linie bei uns haben und in zweiter Linie mit der internationalen Staatengemeinschaft, weil die Allianz gegen ISIS aus Saudi-Arabien und so weiter, die fliegen zwar auch mit ihren Flugzeugen dorthin und bombardieren, und wir wollen, aber dass die auch ihre muslimischen Flüchtlinge aufnehmen. Wunderbar, ich halte das für gut und ich halte es für gut, wenn von freiheitlicher Seite einmal ein klares Bekenntnis kommt, ja, da ist eine unglaubliche Notsituation und wir nehmen Flüchtlinge und zwar in einer durchaus relevanten Zahl auf. Deswegen, Kollege Rosenkranz, jetzt müssen wir aber darüber reden, wie. Wenn etwas dann die Ausrede kommt, der Ort nicht und die Gemeinde nicht und die Gemeinde nicht. Bei ihm, Kollege Rosenkranz, ja, eines möchte ich ist nicht. Ist dieser Schlüssel pro 1000 Einwohner in einer Gemeinde, hat es gewesen, glaube ich, einer, glaube ich, und wenn es dann nicht funktioniert und wenn dann am gleichen Tag, wo eine Entscheidung für eine Gemeinde fällt, der Parteifreund vom Kollegen Rosenkranz dort auftritt und die Bürgerinnen und Bürger dagegen mobilisiert, ja, und der Ort nicht und der. Da schließt sich nur der Meinung der Kollegin Landesrätin in Salzburg an, dass in einem Ortsteil Kollege zu Rosenkranz, viel sind. Nein, wir müssen ja versuchen, möglichst gemeinsam ein Problem zu lösen. Ja, wissen Sie, was wir wahrscheinlich brauchen? Anreize für Gemeinden, die Flüchtlinge aufnehmen, damit es von der Bevölkerung nicht als Strafe empfunden wird. Wir werden Geld in die Hand nehmen müssen, nicht nur das Innenministerium, um das akzeptabel zu machen. Ja. Das ist angekommen. Wir sind in der Schlussmoment. Nein, nicht für Flüchtlinge, für die Gemeinden braucht man was. Ja, ja, Geld haben, gegen Flüchtlinge akzeptieren. Die Misere, die wir jetzt haben und mit dem Problem, was wir jetzt haben, jetzt sind wir mal berannt, natürlich, das ist ganz klar. Normal dürfen wir in Österreich gar keine Flüchtlinge bekommen, wenn das Schengen-Abkommen, das Dublin-Abkommen wirken würde. Aber das Problem, was wir haben, ist genau das, was der Kollege Rosenkranz angesprochen hat. Wir haben eine verfehlte Flüchtlingspolitik oder Asylpolitik in den letzten Jahren gemacht und da waren die Grünen sehr aktiv. Das Problem ist hier, wie lösen wir jetzt das Ganze? Und jetzt erkläre ich Ihnen noch ganz kurz etwas. Ich war am Montag, da habe ich mit einem Polizisten, der mit der Flüchtlingsthematik zu tun hat, gesprochen. Der hat mir gesagt, du musst dich nicht wundern, wenn hier von der Tschetschenien sehr viele Leute herüberkommen. Hat er gesagt, wir haben keine Unterkünfte mehr gehabt. Dann hat man sie in ein Hotel gegeben. Am nächsten Morgen ist ein riesiges Buffet da gewesen. Die haben alles fotografiert. Jetzt frage ich mich schon, warum bekommen sie da Handy? Ist das lebenswichtig für einen Asylwerber? Und die haben alles hinübergeschickt. Hat er gesagt, du musst dich nicht wundern, wenn das ein Nachzug ist. Und dann haben wir für die Leute, die wirklich Asyl brauchen, keinen Platz mehr. Und ich habe in meiner Gemeinde syrische Flüchtlinge haben wir aufgenommen. Ich bin in der Gemeindevertretung dafür eingetreten. Und dass wirklich syrische Flüchtlinge kommen, die Caritas hat sich daran gehalten. Das war korrekt und gut. Und das ist in Ordnung so. Aber Zusatzfrage. Nur eine Zusatzfrage. Ich muss wirklich auf die Zeit schauen. Jetzt, nur eine kurze Antwort. Schlüssel für eine Gemeinde, pro 1000 Einwohner, ein Flüchtling, wäre das ein Schlüssel? Es würde nicht funktionieren. Funktioniert nicht. Okay. Herr Bendel. Kurz bitte. Ein Eindruck, da erwähnt.
was da alles nicht stimmt. Kollege Rosenkranz, ich schätze der Sachpolitiker. Ja? 2004, welche Mehrheit, das wir gehabt haben im Parlament, ist bekannt. Hat es verländert. Wir haben gewarnt, dass das eine Staatsaufgabe ist und dass das Bundeskompetenz sein muss. Seit 2004 haben wir diese problematische Rechtslage. Bitte nachzusehen. Und jetzt sage ich ganz offen, es ist eine Schande. Wir haben die halberten Flüchtlingszahlen wie vor 10 Jahren. Wir vor 10 Jahren, genau die halberten. Wir haben 1000 arme Leute, Flüchtlinge, nämlich echte Flüchtlinge, die was wir verteilen sollen auf 2300 Einwohner. Normal dürften wir nicht einmal diskutieren darüber. Und Schlüssel hin, Schlüssel her. Es muss gesamtstaatlich die Bundesebene, die Länderebenen und die kommunale Ebene gemeinsam dafür die Verantwortung tragen. Punkt. Und wenn man das ernst nimmt, haben wir dieses Problem im Interesse aller, auch der Bevölkerung vor Ort, ganz einfach gelöst. So einfach ist es. Wir haben 0,2 Asylwerber in Italien auf 1000 Einwohner und in Österreich sind es 2,0. Gut, die Italiener haben auch Probleme derzeit. Ich glaube, Sie haben da völlig recht. Das muss zu lösen sein, dieses Ausspielen Bund gegen Länder, gegen Gemeinden. Das ist einfach ein Trauerspiel und nicht würdig. Aber ich wollte es auch auf die europäische Ebene heben. Denn ehrlich gesagt ist die Frage auch fast der Schande. Wir diskutieren über 3.000 oder 4.000 oder vielleicht noch 5.000 mehr. Es sind 50 Millionen Menschen weltweit aus der Flucht. Ich glaube, allein in der Türkei sind es knapp 100.000. Deutlich mehr als die Hälfte Binnenflüchtlinge sind, muss man auch sagen, im eigenen Land. Aber die Frage, es gibt große Flüchtlingsströme und wir schaffen es nicht, in einem vereinten Europa eine solidarische Lösung zu finden für eine gemeinsame Flüchtlingspolitik. Und natürlich geht es da um Asyl, es muss einen Asylgrund geben, aber ich rege schon noch an, darüber nachzudenken, eine gemeinsame Schiene aufzumachen für Wirtschaftsflüchtlinge. Herr Amon, wir sind schon fast am Ende, deswegen stelle ich jetzt auch an Sie diese Frage. Und ich bin selber der Sohn eines ehemaligen Flüchtlings, nämlich eines Ungarn-Flüchtlings. Und ich stelle die Frage, was braucht es denn, dass Österreich aus Ihrer Sicht wieder so aktiv ist, wie es 55, 68 oder 69 war? Ja, ich glaube, dass Österreich da nicht irgendwie negativ zu beurteilen ist in der Aufnahme von Flüchtlingen. Wir haben auch während des Jugoslawienkriegs viele Flüchtlinge aufgenommen. Viele sind auch hier geblieben. Jetzt haben wir wieder eine dramatische Situation. Es gibt einen Schlüssel, der mit den Bundesländern ja vereinbart ist. Das Problem ist, dass diese Zahlen nicht erfüllt worden sind. Die Innenministerin hat ja jetzt eine neue Methodik vorgestellt und ich glaube, dass damit auch gemeinsam auf den drei Ebenen, eben Bund, Länder und Gemeinden, eine Lösung gefunden wird. Es ist in der Tat ein nicht notwendiges und unwürdiges Spiel, wenn sich sozusagen die Gebietskörperschaften gegenseitig hier versuchen, den schwarzen Peter zuzuschieben. Ja, Dschihad und Co. wird uns noch eine Zeit lang beschäftigen. Wir haben überzogen, Herr Gottschalk. Wir haben auch noch überzogen, ja. Also wird uns noch eine Zeit lang beschäftigen, Frau Reisinger, meine Herren, lieber Rainer, herzlichen Dank für Ihre Zeit und die Bereitschaft zur Diskussion. Wir sehen uns wieder bei 60 Minuten Politik direkt aus dem Machtzentrum der Republik, dem Parlament in Wien. Heute in einer Woche am Donnerstag, den 2. Oktober ab 22.25 Uhr. Dann mit diesem Thema die Ergebnisse der Regierungsklausur im Faktencheck. Was geht wirklich weiter mit der Steuerreform? Zu Gast sind die Finanz- und Budgetsprecherinnen und Sprecher der Parteien. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank für Ihr Interesse. Weiterhin informatives Fernsehen mit ORF3 Kultur und Information. Einen angenehmen Abend.